Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 15. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die indischen Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat, und das nennt man Präzession. Und diese Bewegung ist durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre. Und jetzt befinden wir uns in Wassermann-Zeitalter. Vor 2000 waren wir noch in Fischen-Zeitalter. Und Jahr 4000 kommt dann die Steinbock-Zeitalter. Und diese Bewegung wird in indischen Berechnungen berücksichtigt. Also nicht wundern, wenn ich sage, Sonne, Mond und die Planeten hier oder dort sich befinden, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Wir haben vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Die fünfte Element in die Mitte, könnte ich sagen, das ist die Prana oder Äther, das ist das Geistige, was uns verbindet mit dem Schöpfung. Also es sind diese vier Grundelementen und wir sollen das auch berücksichtigen, weil das beeinflusst diese kosmische Energie unserem Alltag, beeinflusst unserem Leben. Das Erste, worauf wir achten sollen, unserem eigenen Energiefeld. Das haben wir auch und das kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und weil diese Energie strahlt etwas aus und hat eine wichtige Funktion, das ist die Anziehungskraft. Es lohnt sich, darüber nachdenklich zu sein, unserem eigenen Energiefeld zu verändern, verbessern. Es gibt Menschen, die ständig mit Problemen sich beschäftigen und haben Angst. Sie ziehen noch mehr Probleme an. Also, es ist wichtig, angstfrei leben, ohne Schuldgefühl, ohne Zweifel und positiv denken. Ändert sich sofort unserem eigenen Energiefeld, und weil dies bedeutet die Anziehungskraft, wir ziehen andere Menschen an, wir ziehen andere Lebenssituationen an. Und dann kommt die kosmische Energie, und wenn wir das verstehen, dann sind wir im Einklang, in Harmonie mit der Natur. Sonne befindet sich noch in Tierkreiszeichen Waage, im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion, aber noch in Waage. Und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Sonne zu hier im Grenzbereich, noch im Luftelement, aber übergeht dann im Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Ich setze Mond zum Erdeelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, gehört zum Luftelement. Ich setze zum Luftelement. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das ist Wasserelement. Jupiter ist auch Skorpion. Befindet sich auch im Wasserelement. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das ist Luftelement. Ich setze Venus auch zum Luftelement. Und Saturn ist immer in die Mitte. Saturn erdet und verbindet uns mit diesem Göttlichen, mit Äther. Es ist leicht,
zum Erkennen, es fehlt etwas. Es fehlt die Feuerelement. Und die Feuerelement bedeutet, aktiv zu sein, mutig zu sein, etwas in Bewegung zu setzen, die Begeisterung zeigen, leidenschaftlich zu sein. Oder wenn wir Wut haben, das auch im Ausdruck bringen. Wir können nicht immer alles unter dem Teppich kehren, weil die Gefühl bleibt, muss auch raus, befreit zu sein. Dazu ist noch, dass heute ist Halbmond. Halbmond ist wunderschön, aber Halbmond ist eine Spannung. Und das bedeutet, dass Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Sie haben eine 90 Grad Entfernung und das bedeutet Spannung. Die Spannung kommt von den Elementen. Die Elementen vertragen sie sich nicht. Und das, was die beiden Lichter, Sonne und Mond, vermittelt im heutigen Tag. Und das spüren wir auch, wenn es steht Spannung, es entsteht Nervosität, dicke Luft. Und wir wissen nicht, woher kommt das. Aber wir können damit bewusst umgehen und ausgleichen. Die Elementen vertragen sie sich nicht. Für diese Luftelement ist das zu viel Erde, zu schwer. Und umgekehrt auch, für dieses Erdeelement ist das stürmisch. Die Erde trocknet aus. Also kommt ein Sturm und wir müssen uns festhalten. Es ist alles so schwer und wir brauchen die Leichtigkeit. Was gibt uns die Ausgleich? Die Feuerelement gibt die Ausgleich. Und das ist eine andere Richtung, dass wir in andere Richtung schauen, was uns begeistert und da die Energie lenken. Das gleicht natürlich aus. Was noch hilft, die goldene Schnittpunkt betrachten zwischen Sonne und Mond. Sonne in Tierkreiszeichen Waage, Mond im Tierkreiszeichen Steinbock, in die Mitte befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Schütze. Und da eine Mischung, einmal die Schütze betonen, weil das ist Feuerelement und das fehlt heute, also mehr die Schütze betonen, etwas in Bewegung setzen, optimistisch zu sein, begeistert zu sein von etwas, eine Reise unternehmen oder Sport machen, Sportbewegung, das gibt die Ausgleich. Und ein bisschen Skorpion dazu, die Leidenschaft, die Sexualität oder eine Wandlung in unseren Gefühlen, wenn wir diese Nervosität verspüren, dass wir in inneren Ruhe, inneren Kraft bleiben und diese Stärke zeigen. Das schafft heute die inneren Harmonie, die inneren Gleichgewicht. Und so kommen wir auch in Harmonie mit diesem kosmischen Energie. Und jetzt übergehen wir in den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir beim zweiten Teil des Horoskopes am 15. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Nicht lange, bald übernimmt diese Position die Tierkreiszeichen Skorpion. Dann folgt die Tierkreiszeichen Skorpion, dieser Platz übernimmt bald die Tierkreiszeichen Schütze. Dann folgt die Tierkreiszeichen Schütze und dieser Platz übernimmt bald die Tierkreiszeichen Steinbock. Bei Sonnenaufgang steht im tiefsten Punkt des Horoskopes die Tierkreiszeichen Steinbock, nicht lange. Das übernimmt dann die Tierkreiszeichen Wassermann. Dann folgt die Tierkreiszeichen Wassermann und bald übernimmt dieser Platz die Tierkreiszeichen Fischen. Folgt die Tierkreiszeichen Fischen, nicht lange, hier kommt dann
bald die Tierkreiszeichen wieder und bei Sonnenaufgang geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen wieder und dieser Platz übernimmt bald die Tierkreiszeichen Stier. Folgt die Tierkreiszeichen Stier. Stier verlässt bald diese Position und kommt hier dann die Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier befindet sich im Tierkreiszeichen Zwilling. Langsam verlässt diese Position und kommt die Krebs in diesen Platz. Bei Sonnenaufgang steht im höchsten Punkt des Horoskopes die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs verlässt diesen Platz und folgt dann die Tierkreiszeichen Löwe. Hier befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und dieser Platz übernimmt bald die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und hier sind die Geheimnisse und hier kommt auch ein Wechsel. Waage übernimmt diesen Platz. Bei Sonnenaufgang ist die Sonne natürlich hier im ersten Platz bei Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus ist im Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich im Schütze. Uranus ist rückläufig im Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist rückläufig im Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Für die Waage Geborenen bedeutet das Thema Liebe Partnerschaft. Und mit diesem Sonneneinfluss Klarheit Orientierung. Bei Tierkreiszeichen Skorpion sind es Themen Kommunikation und Verträgen, besonders was die Finanzen betrifft, weil dieser Platz befindet sich die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Bei Merkur-Energie geht es um Terminen und Verträgen, bei Jupiter Gewinnchancen. Bei Tierkreiszeichen Schütze befindet sich Saturn und Pluto und das bedeutet die inneren Kraft entdecken, vieles loslassen, von vielen verabschieden, was die Energie raubt und etwas in Ordnung zu bringen. Sonne und Mond haben eine Spannung, heute ist Halbmond, das habe ich schon erklärt. Für die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen bedeutet die Neptun-Energie die Träume, die Visionen zum Leben inspirieren lassen. Dazu kommt die Mars-Einfluss, das ist eine sehr starke Energie, was vieles in Bewegung setzt. Und hier ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Aber kann auch bedeuten, eine männliche Person, der zurückkehrt, und kommen alten Gefühlen hoch und das sind Enttäuschungen. Für Wiedergeborenen bedeutet dieser rückläufige Uranus noch in Vergangenheit, da ändert sich etwas, Umbrüche, Veränderungen oder unerwartete Ereignisse. Uranus steht in Verbindung zu beiden Mondknoten. Ketu ist die absteigende Mondknoten, bewegt sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Und Rahu ist die aufsteigende Mondknoten, befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs. Und das sind karmische Themen. Uranus aktiviert die beiden Mondknoten. Erstmal ist das eine Herausforderung, aber hier kommen vieles hoch in die Oberfläche von Vergangenheit und kommt Umbrüche, Veränderungen, eine Neuorientierung. Und oft ist das alles noch in die Schwebe, alles ist ziemlich ungewiss. Und diese Themen haben die Krebsgeborenen, die Steinbockgeborenen, indirekt auch die Wiedergeborenen.
Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und diese Mondenergie unterstützt die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Fischengeborenen, die Skorpiongeborenen und spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Und das bedeutet für die Krebsgeborenen bewusst mit Gefühlen umgehen und in innerer Ruhe, inneren Gleichgewicht bewahren. Diese Mondenergie gibt eine Hilfe, Unterstützung für die Schützengeborenen und für die Wassermanngeborenen. Und diese Unterstützung kommt gerade in den Tagen von außen, von vertrauten Umgebung, vielleicht sogar von Nachbarschaft. Diese Mondenergie verunsichert die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen und entsteht Spannung, Nervosität bei Waagegeborenen und bei Widdergeborenen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Die heutige Mondhaus heißt Tanishta und übersetzt heißt es Grenzgebiet. Und dieser heutige Tag, diese Mondenergie hilft, gute Geschäfte zu machen, gute Einkäufe oder Verkauf, die Ideen umsetzen im Tat. Aber diese Spannung, was durch diesen Halbmond entsteht und durch diesen Uranus-Einfluss entsteht, sollen wir ausgleichen. Das heißt, in innerer Ruhe und inneren Gleichgewicht bleiben und gute Geschäfte machen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich habe noch eine kurze Information für euch und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück.
Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.